Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Star Trek Online Föderationsseite. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Explorers. Heute sind wir wieder mal auf dem Planeten. Wir müssen gerade hier ein paar Felder ein bisschen bewässern. Sag mal, nimmst du eigentlich auch Planet Explorers auf? Ich? Was? Was? Ich? Nö. Sie. Okay. Jetzt musste ich erstmal außerhalb von Star Trek Online übrigens mal gucken hier, ob es überhaupt aufnehmen. Ich war im falschen Ordner drin. Ist so ein falsches Spiel. Ne, ich bin hier. Nö. Aber du bist mir heute ein bisschen neben der Kappe, oder? Ja, komm vor. Nein, ich glaube, das ist schon das richtige Spiel. Mit uns sind übrigens auch wieder Leute im Teamspeak dabei, die uns zuhören. Schreibt doch mal alle im Chat Hallo. Boah, der Ansturm. Guck dir das an, der Chat jo. Überfüllt. Hast du jetzt geschrieben? Ich? Ja, ich will mal kurz noch mein Mikrofon ein bisschen positionieren. Jo, und da positioniere ich, muss auch mal jetzt auch nochmal positionieren. Weil ich habe den Eindruck, als wenn der Ständer das Mikrofon ein bisschen absenkt und dann irgendwann es fast auf der Tastatur aufschlägt und ich nicht mehr vorbeikomme. Gott, wie nah hockst du? Ich lehne mich mal so halber nach hinten, ich lieg halber beim Stuhl. Deswegen, das Mikro ist. Ich sitze aufrecht. Nee, bei mir nicht. Weil ich könnte zwar auch so sitzen, ist auch gemütlicher, ich bleib nur nicht lange so sitzen, das ist immer mein Problem. Ich schon, weil ich habe meinen Kopf festgebunden am Mikro. Achso. Achso, wieso hast du nicht dein Headset genommen und hast sozusagen das dicke Mikro an dein Headset-Deckel da, wo das Mikro dran ist, einfach dran gebunden mit Tesa? Ich hab's versucht, aber ich hatte es im Genick gehabt. Achso, das war so schwer, weißt, ne? Das zieht dann immer so zur Seite. Zieht vor allem das Headset jedes Mal vom Kopf runter. Ja, weil das Blöde ist, es ist ja ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Sprich, ja. Du musst von vorn rein sprechen. Genau. Wenn du es einfach an die Seite randämmelst, sprichst du dran vorbei. Ja. Das heißt, du müsstest dir so ein richtiges Zahnarzt oder sonst was Gestell auf den Kopf schnallen. Boah, kennst das du das wieder von. Kennst du von diesen alten Telefonzentralen, die ganz alten, wo sie diesen Halsdings da um hatten, wo dann vorne diese Trichtermuschel dran war, wo die reingesprochen haben? Nee, aber ich kenne die so, alten. Wo sie so umhängen konnten? Ich kenne aber die alten Spangen, die man hier für Zahnkorrekturen hatte, dieses Gestell. Ach so, ja. Kennst du das? Ja, ja. Meine Frau so ist Zahntechnikerin, ich kenne das. Also sowas hätte ich mir da eher vorgestellt. An so ein Ding noch Mikrofon dran. Jetzt gleich mal Empfang und alles. Oh Mann. Okay, so viel zur Technik. Wollen wir mal irgendwas starten? Wir sind hier unten noch in der Sphäre in der Bodenkampfzone. Nachdem der Don bisschen voreilig war und zu schnell hier unten war, bin ich halt auch gleich mit zu ihm runter. Ja, ich bin von den anderen Charakteren gewöhnt, dass man, wenn man schnell von Dyson-Sphäre Eingang einfach zur Bodenkampfzone sich das Shuttle nimmt. Ist natürlich jetzt so, dass wir hier zum ersten Mal gewesen wären und jetzt das Einführungsvideo leider übersehen haben. Jo. Das spannende Video. Ja, aber da wurde nur grob erklärt. Es gibt hier, ich mach mal die Map auf. Oh ja, Map. Weil wir sind ja zum ersten Mal da hier in unserem Let's Play. Manche kennen es vielleicht schon, manche nicht. No. Es gibt grob. Im Prinzip die drei Bereiche. Genau. Und jeder Bereich hat nochmal Unterbereiche, die sozusagen freigekämpft werden müssen. Das sind so Gebietskämpfe. Und genau. Wenn man pro Bereich alle Bereiche frei hat, gibt es dann nochmal so einen Endgegner. Genau. Und dann zum Schluss auch nochmal, wenn alle drei Bereiche fertig sind, nochmal Endgegner vom großen Ding. So in der Richtung. Ja, ne Endgegner gibt's, ja. Die Endgegner in den einzelnen Bereichen, die sind nix, aber der Dino ist schon ein bisschen. Ja. Also ja. Das ist quasi dann der große Bruder vom Rex hier. Genau. Auf jeden Fall machen wir das jetzt mal ein bisschen. Genau, Turmkontrolle, gehen Sie zum Sphärenraum umkämpfte Zone. Das sind wir ja. Wir sollen wieder nach oben, oder? Ne, wir sind hier. Wir müssen jetzt den Commander Arnold, glaube ich, ansprechen. Hier, Commander. Punkte der Boot sichern und Kampfzonen belohnen. Schön, Sie zu sehen, Admiral. Wir haben immer viel zu tun. Punkte der Boot sichern. Betreff. Die Boot halten strategische Schlüsselpunkte in diesem Gebiet. Jeder davon hilft dabei, ihre Verteidigung für ihr ultimatives Ziel der Sammlung von Omega-Partikeln zu verstärken. Wir wollen, dass sie uns dabei helfen, diesen Bereich unter unsere Kontrolle zu bringen, indem sie den Wort mindestens zwei dieser Punkte abnehmen. Nehmen sie zwei Raumpunkte in der spezifischen Region in der Wort-Kampfzone ein. Sie können auch ihren Teammitgliedern helfen, Raumpunkte in anderen Gebieten einzunehmen. Kann alle 20 Stunden wiederholt werden. Ja, bla 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 bla. Die Lithium-Erz. Bonusmarken akzeptieren. Akzeptieren. Kampfzonenbelohnungen. Da gibt's Dyson-Marken, Delizium, Kampfzonen enthalten, kybernetische Implantate, Dyson-Marken, Delizium. Kampfzielen, drei Kampfzielen. Ja, es gibt Dyson-Marken, Delizium und Implantate. So, und wie man jetzt auch schon auf der Karte sieht, ist schon eine Zone markiert. Und da gehen wir jetzt mal hin, oder? Was, das eine markiert? Da ist jetzt bei mir, bei der einen ist ein großer gelber Kreis. Bei Punkte der Boot.
wenn ich auf der Map gucke. Nicht? Wo ungefähr? Bei welchem? Rechte. Nö. Nix, echt. Ich sehe nix. Hast du die Mission Punkte der Boot sichern als Hauptmission? Ja. Okay. Naja, dann gehen wir aber trotzdem mal in die Richtung. Gut. Ich klicke mir mal ganz kurz hier durch, ob ich irgendwas. Uff, hier gibt es sonst nichts weiter, also. Dann. Jo, ich folge Ihnen einfach mal, weil ich glaube, du weißt, wo das hier was markiert ist. Ja, ich gehe da rein, wo es markiert ist und ja. Ich ziehe auf jeden Fall schon mal meinen Kampfanzug an. Und ziehe meine Waffe. Sexy. Dass wir jetzt schon mal ins Kampfgebiet so reingehen. Naja. Ein bisschen aus, wenn du bei der Fantastischen Vier abgeschaut hast. Natürlich. Ach. So. Die Zone ist die Siliziumfabrik im Spiel. Dann, wie sieht's hier aus? Ist da schon irgendwas in Arbeit? Ne, egal wo wir hingehen, hier ist noch nichts in Arbeit. Deswegen können wir uns aussuchen. Aber so wie es aussieht, warte mal, links sind schon Kämpfe da hinten. Da können wir eigentlich mal dahin gehen. Wo links? Oh, jetzt wird man von oben angegriffen. Na, hier wo hinten, denn links? Da hier. Hinten habe ich schon welche hinten rumschießen sehen, da hinten. Okay. Also, du als Info, wir sind jetzt in der Dice-Sphäre auf der Oberfläche. Also, ich sehe es noch nicht, dass da hier geschossen wird. Außer ja, irgendwas hatte ich gesehen. Aber wir fangen einfach mal an. Ich fall gleich um. Da hat mich doch gerade von hinten. Wo kommt denn der Kollege da von hinten her? Der Elende da. Es gibt so ein paar Tricks, wo du in weniger als 5 Minuten genug Lithium bekommst zum Veredeln am Tag. Jo. Es kommt aber darauf an, will man jetzt hier den ganzen Tag nur damit verbringen, Obi ein Bekloppter Dilithium zu farmen oder einfach just for fun durchs Spiel zu gehen. Ich bin da so einer, ich brauche das Dilithium nicht. Weil ich Ist aber, sag mal so, ich sag nicht nein, wenn ich's hab. Ja, das sowieso nicht. Aber ich gehe jetzt nicht ins Spiel nur, um jetzt den ganzen Tag Dilithium zu farmen. Du ja, verstehst? Aber für 5 Minuten? Ja. Das ich weiß nehme ich dann. Das habe ich dir ja neulich auch schon mal erzählt, wenn ich in ein Spiel gehe. Ach ja. Wo es nur darum geht, oh, das muss ich noch machen, so die Dailies in der Richtung, muss ich noch machen, das ist für mich schon Zwang, worauf ich schon mal überhaupt keinen Bock habe. Weil ich will gehen ins Spiel, um Spaß zu haben und nicht um irgendwelche täglichen Dinger hier abzufarmen oder irgendwas. Ja, aber trotzdem, wenn man es kriegt, ist nicht schlecht. Also da muss ich Aussicht schon halten. Need for Gerätespeed. Da muss ich schon was sehr Interessantes dafür geben, damit es für mich lohnt. Aber selbst bei so Sachen wie beim Winter-Event oder so, mache ich schon nicht regelmäßig das Zeug. Ich habe damals mal für das erste Breedenschiff habe ich mal gemacht. Okay, fürs zweite schon gar nicht mehr. Sommer-Event, Gott, oh Gott, da habe ich ja nicht mal, ich glaube, 20% gemacht oder so, weil mich das Schiff einfach auch gar nicht gereizt hat. Deswegen. Ja, Sommer-Event habe ich mir noch geholt. Das Breedenschiff, das erste habe ich mir auch geholt, das zweite nicht, weil ich weiß nicht warum. Weil das erste. Was ist denn da oben? Oh, das erste Breedenschiff ist ja wohl eines der. Oh, ich bin umgefallen. Moment, ich bin ja gerade selber einen großen am Tun, weil ich will ja eigentlich die Konsole aktivieren, weil sie hier sonst wieder steht. Oh Mann. Machen wir mal einen Obi. Wir haben irgendwo den Dingens übersehen. Ach ja, das ist doch. Ja, da an der Konsole stehe ich am Endeffekt. Nein, nicht die Konsole, sondern. So, jetzt tun wir uns erstmal ein bisschen. Alter, nimm den Hypo. Was für ein Hypo? Na, ich wollte den Hypo-Spray nehmen. Ah, danke für den Obi. So, und du kriegst auch gleich noch einen, komm mal her. So, ich werde jetzt mal versuchen, hier die Konsole hier zu aktivieren. Oh, jetzt steht da hinten wieder einer. Wieso stehen die jedes Mal auf? Gehen wir hier mal kurz in Sicherheit. So, das haben wir aktiviert. Ja, ja, ich halte die hier inzwischen alle schön auf, ist schon klar. Ja, wir müssen ja auch, ich verteidige eher, dass sie das nicht mehr deaktivieren daher. In der Zwischenzeit spiele ich mit den Jungs ein bisschen.
Ja. Also wir sind schon bei der gleichen Dingens, oder? Ja. Komm, dich hier zerstören. Jetzt Oh. schießt er mal auf den richtigen hier. So. Ich habe ja übrigens, bevor wir hier diese Folge angefangen haben, mich schon ein bisschen Ja. hier im Chat und so weiter diskutiert. Weißt du was? Ich versuche mal ein bisschen deine BOs zu wiederbeleben. Das ist Oh, schön. Alter, was habe ich denn jetzt abgekriegt hier? Ja, das ist. Es hilft nichts, nur die Dinger. Du musst ja den großen, den Ja, Ceratopsoid-Ding. auf wen habe ich ja geschossen? Ah, Respawn ist eh nichts mehr da. Ja, auf jeden Fall habe ich ja dann schon mal ein bisschen hier Wir gesprochen. sollten uns vielleicht irgendwo die Leute suchen, die das können. Also Die sind jetzt nämlich, glaube ich, gerade hinten. hier an. Geradeaus. Geradeaus? Womit? Waren da welche? Ja. Auf jeden Fall haben wir dann drüber geredet, punkto Computerhardware. Computerhardware. Dezenter Ja, Themenwechsel. dezenter Themenwechsel. Eigentlich wollte ich den Themenwechsel vorhin schon machen, weil da gerade so eine schöne Überleitung war. Aber egal. Nee, weil. Punkto, ich bin ja da momentan dabei, meine Hardware ein bisschen zu optimieren, gerade jetzt in Bezug auf besseres Livestreaming, was ich später mal machen will, Und die Karte schauen. und besseres Rendern und so weiter, und das parallel zum Spielen und so weiter. Und da gibt es ja immer so schöne Diskussionen, nach dem Motto, die Karte ist besser als die, AMD ist besser als Intel und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich gedenkt. Wir können doch mal hier eine kleine Diskussion starten, warum etwas, warum das besser ist als das andere. Gerade vor allem, Ja. nachdem du ja auch ein bisschen aus dem Computerfach kommst. Ich? Ja. Na, niemals. Ich bin eigentlich ein gelernter Bauer. Und wird schon geschrieben, jetzt geht's los. Ne, ich habe es ja vor allem gemerkt, da muss man wirklich sagen. Ich meine, ich gebe zu, ich habe AMD im Rechner, das ist aber keine Blamage für mich, weil ich sage es deshalb so komisch, weil. Als ich für mein System nach einer neuen CPU gesucht habe und auch ein bisschen in Foren rumgegoogelt habe nach irgendwelchen Tipps und Vorschläge von den Leuten und so weiter und so fort. Wenn da irgendeiner schreibt, ich will AMD-Prozessoren, da kommen erstmal 5000 Posts, kauf dir Intel. Und das ist dann wirklich solche Posts und alles in den Foren arten immer in diese Flame Wars aus. AMD versus Intel-Diskussion aus, ohne dass derjenige, der da eigentlich was gefragt hat, überhaupt eine Lösung zu seiner Frage gekriegt hat. Deswegen habe ich gedacht, warum das nochmal jetzt mal hier? Es sind ja gerade ein paar Leute hier im Teamspeak, die auch teilweise das vorhin ein bisschen mit mir im Chat besprochen haben. Warum das nicht mal kurz ein bisschen mal ansprechen? Warum, weshalb, weswegen? Da hat aber auch einer vorhin im Chat geschrieben gehabt, also das ist ein guter Satz auf jeden Fall. Besser geht immer. Das absolute Ultimo wird es so grob nicht geben. Und ich bin auch eigentlich der Meinung, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man mit dem Computer eigentlich machen will. Sicherheit. Definitiv, weil Intel ist nicht immer gleich besser. Nein. Die kochen auch nur mit Wasser. Eben. Weil ich sehe auch schon unten im Chat wird mitgeschrieben. Ich muss aufpassen, dass ich das Spiel ja auch mitspiele. Hier sind wir ja noch am Verteidigen, ne? Ganz nebenbei. Genau, warte mal, genau das mit diesem AMD und Intel bla 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 Klischee, bin ich auch der Meinung. Es sind die Fans, die meinen, dass dies besser. Ich muss nicht wundern, dass ich so komisch lese, aber ich bin hier oben am Rumrennen und Schießen und gleichzeitig am Lesen. Es sind die Fans, die meinen, dass dies ist besser, obwohl nicht mal annähernd stimmt. Ist das jetzt auf die meinen, dass Intel besser ist, obwohl es nicht stimmt, oder? Du könntest mal ein Obi reinhauen nebenbei. Ja, ich aktiviere. Also, ich sag mal, was ich so aus der Erfahrung her weiß. Intel hat natürlich einen unglaublichen Vorteil, was Stromsparmechanismen angeht. Das ist ohne Frage so. Da hat AMD nichts Vergleichbares. Ist einfach so. Also, gerade im Mobile Computing sind sie Ja. einfach vorn dran. Es gibt ja Auch auch wenn ich jetzt groß an. für Mobile Computing nicht wirklich viel von AMD. Genau, auch wenn ich gerade jetzt an diverse neuen Prozessoren wie den Quark denke. Oh, ich hoffe, das darf ich überhaupt schon sagen, keine Ahnung. Das sind einfach Sachen, da hat Du, AMD einfach. hast du hier schon Insiderwissen, was noch nicht so offiziell ist? Das weiß ich eben nicht genau, wie offiziell das schon ist. Weil nachdem du ja beruflich ja auch viel damit arbeitest, könnte ja sein, ne? Genau. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Ansonsten ignoriert mich bitte einfach. Oh, da hinten kommt wieder ein großer. Jedenfalls.
ist Intel auch sehr zeitig auf das Mobile Computing aufgestiegen. Und hat halt da auch einen gewissen Vorteil. Ja. Oder halt eine Nase vorn. Ist einfach so. Ja. Dafür hat AMD eindeutig den Vorteil bei den Grafikkarten. Hm. Vor allem bei der Integrierung auf der CPU, die Grafik. Ja. Weil selbst wenn du eine Intel HD 4500, glaube ich, oder sowas, was da aktuell da drin ist, es ist etwas, was Bilder macht, das ist richtig. Es sind auch keine Standbildgeneratoren mehr, wie es früher mal so war. Aber von einer richtigen Grafikkarte ist natürlich meilenweit entfernt. Ja. Du kannst, ich meine, die werden zwar auch besser, du kannst jetzt auch sag ich mal, Video-Encoding oder Hardware-unterstütztes Rendering und so ein paar Späße machen sie mittlerweile auch. Also können sie. Aber Leistung im Sinne von, ich kann damit auch mal so ein kleines Spiel spielen, wo du üblicherweise so eine Midrange-Grafikkarte brauchst, kannst du mit Intel nach wie vor vergessen. Ja. Das sind halt so Sachen, da hat AMD einfach die Nase vorn, zusammen mit ATI. Nicht umsonst gehören sie ja mittlerweile zusammen, haben sie aufgekauft. So, aber auch Intel geht halt auch beim Prozessor ein bisschen andere Wege. Dass sie eben sagen, mit ihrem Hyper-Threading, was ja gern als ein echter Kern genannt wird, oder zumindest unter Windows wie ein Kern angezeigt wird. Es ist halt immer noch ein virtueller Kern. Es ist kein virtueller Kern, virtueller Kern. Es wird ja im Wesentlichen dann nur, hier fliegt gerade eine Mutter vorbei, cool. Es wird ja im Wesentlichen nur versucht, den Prozessor optimaler zu nutzen, so wie es eigentlich beim Threading allgemein angedacht ist. Indem der, oh, wir haben yeah. Indem der, sammeln, sammeln, sammeln. Die gerade nicht in Benutzung sind, quasi aufteilt. Das heißt, wenn du zwei unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen hast bei einem Rechner. Ja toll, jetzt kommen mir die Leute angescheißt und sammeln unsere Marken ein oder was? Ich glaube, es hackt. Zurück. Genau, die das zwar so einsammeln. Was wollte ich sagen? Es ist scheiße, ja, du fachlich so reden da hier und gleichzeitig hier zu zocken. Irgendwie, ne? Durch den rausgekommen. Genau. Intel versucht halt das aufzuteilen. Auf die Kerne. Ganz kurz, wollen wir die Transporter-Plattform übernehmen? Ja. Müssen wir da hinten lang. Wenn du halt allerdings die Aufgaben wirklich parallelisierst, wie du zum Beispiel beim Grafik-Rendering oder ähnliche Sachen, wo halt einfach alle Kerne rechnen. Oh oh. Dann hast du mit einem Hyper-Threading einfach einen Nachteil. Da geht ja die Leistung ab, weil alle Kerne sollen das gleiche machen in dem Fall. Da kann man eben ganz schlecht was parallelisieren im Sinne von dem Hyper-Threading. Man sollte aber auch nicht vergessen, es gibt ja eigentlich nur die beiden Dinge, AMD und Intel, ne? Und das habe ich auch mal aber grundsätzlich sind es die beiden großen. Vom und, Consumer-Markt auf jeden Fall. Genau. Und ich habe das auch in einem Forum einen schönen Post dazu gelesen gehabt. Man sollte auch nicht vergessen, dass das komplette AMD-Forschungsbudget passt wahrscheinlich in die Portokasse von Intel rein. Ja. Und aber trotzdem, was die damit leisten, ist eigentlich schon enorm. Jetzt muss ich mal kurz hier mitlesen. GeForce liegt aber mit ihrer GX. Ja, GeForce im Sinne von einem eigenständigen Grafikhersteller mit Sicherheit. Was ich jetzt gesagt habe, oder speziell darauf ziele, du hast nur eine CPU und die hat die Grafik integriert. So wie das halt Intel mit ihrer Onboard HD irgendwas machen. Und diese Grafikleistung, die kannst du so nicht vergleichen, dass Intel, das AMD einfach vorn, die zwei Sachen zu integrieren auf einem Chip, dass du eben keine extra Grafikkarte mehr brauchst. So. Note wird auch gerade geschrieben, dass es da ein neues, anscheinend neue CPU von AMD gibt, die auch für Notebooks geeignet sein soll. Gut, ich sage mal, nötig wird's. Ach, der Punkt ist gesichert, okay. Halt, wir sind gar nicht so Transporterplattform, wir müssen woanders hin. Wir haben uns irgendwie verlaufen jetzt nebenbei. Ja. Wir gehen jetzt mal da lang und dann wieder nach rechts hoch. Wo läufst du lang? Ich weiß noch nicht, wo bist du? Ach, du bist neben mir. Was? Ach da. Oh, es kommt nah ein Dino. Ist ein teilnehmender Kapiter hier. Hier kann es sein, dass der viel mehr von dem Zeug, der hier passiert. Von diesen. Ja. Wirkt so.
Also ich muss dazu sagen, ich, ja. Also wenn ich das hier gerade liest, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Was? Die 25 Intel. Watt? Bei 25 Watt mit einer 6950, weil ich habe in meinem Rechner eine 6970. Und ich sag mal so, ich schwitze und das liegt an diesem scheiß Rechner. Ja, so geht's mir auch. Ja, und ich hab nur wir laufen wieder daneben. Ja, ich will zu dem Transporter-Ding, da ist ja, wir müssen da rüber. Irgendwo... Müssen wir hier drüben lang? Ja, ich such die ganze Zeit den Weg darüber, geht's, weil ich von hinten wieder erschossen. Ah, 65 Watt glaube ich ehrlich gesagt eher, das klingt mir realistischer. Ist jetzt eigentlich die GeForce mit Intel-Prozessoren oder haben die eigene Dinger? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So fachlich bin ich da jetzt auch nicht. Die sind eigenständig, also was Grafik angeht, gibt es im Wesentlichen die Intel Onboard, GeForce und, also Nvidia und RTI alias AMD. Mhm. Das sind so die klassischen. Es gibt natürlich immer wieder noch so ein paar Nischen, gleiches wie bei der CPU. Also der bekanntere von diesen Nischen-CPUs dürfte dann noch VIA sein. Die kennt man vielleicht noch vom Chipsetzen. Der Fixbo. Ach hier. Ich glaube, jetzt habe ich einen Weg zum Transporter. Nee, das ist irgendwie auch andere Richtung. Der Fix nochmal, wo bin ich denn hier? Ist mal blöd oder was hier? Das gibt's doch nicht. Ich würde auch mal sagen, bis wir den gefunden haben, also den Transporter gefunden haben hier. Machen genau, wir in der nächsten Folge weiter und machen auch die Diskussion in der nächsten Folge weiter. Jo. Es ist aber trotzdem jeder, der natürlich diese Folge sieht, dazu eingeladen, das Thema in den Kommentaren mitzubesprechen. Mhm. Und hier nicht nach dem Motto hier einfach nur schreiben, ey, Intel ist besser oder das und das ist besser, sondern schreibt, wenn dann auch dazu, warum. Warum XY besser ist als ZW oder wie und so weiter, weißt schon, ne? Genau. Weil das ist ja eigentlich das Wichtigere. Nicht nur so Sachen wie, ja, das kostet mehr, dann muss es auch besser sein, sondern vielleicht mit ein paar Begründungen, Fakten. Genau, gut, auf jeden Fall, wir werden das Thema auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch weiter diskutieren. Mhm. Und sehen uns dann. Jo, bis dahin. Tschüss.